me. The neural. God knows why you fucking kill people. But I want my fucking son back. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl, the prettiest creature who was ever seen. Und der Sean ist im Chat und schreibt: Hallo, hi Sean. Gut, so wie du vorhin schon gefragt hast, da hat sich nicht viel dran geändert schon. Da hatte ich sie im Butter nach wie vor. Something's not right. Just look at it. Not now, Victor. Mommy needs to rest. Go and play, okay? I don't have time for this. Victor! He had cut only a few strokes when he saw the red cap shining through. He cut a little more, and the girl jumped out and cried. Oh, I was so frightened. It was so dark inside. Mommy, why did the wolf have to die? What's wrong with his legs?
little freak! Watch your fucking step. Hey, Gimp. Fucking freak. Get out of here. Come, Victor. Dinner is ready. Yes. You're on the right path. Ja, schon. Das ist ein gutes Horrorspiel. Definitiv. No other way. Sean schreibt, haha, ja, bin aber empfindlich, was Horrorgames angeht. Na, dann zurücklehnen und einfach ein bisschen den Horror genießen. Ein bisschen gruseln ist immer geil. Hurry! Your prey's getting away! Ja, Sean, wenn du so auf Horror reagierst, sei froh, dass du das nicht spielen musst. Ich liebe solche gruseligen Sachen. Besonders abends oder in der tiefen Nacht.
Beast Awakens. What the hell are you watching? Na, siehst du schon, deswegen sei froh, dass du die Horrorshow so schön entspannt genießen kannst und ich muss mich ja hier durchbewegen. Now's your chance. Hurry. Ja, das frage ich mich auch, was das ist. Partial to complete paralysis? Great idea, Dad. God damn it. And he did that? Why? Just to spite me? I told you to stay out of the stacks. I'm better off there than I am here. Stop yelling. You're only making it worse. I'm making it worse? Look at him. It's grotesque. It's disgusting. This freak of nature is not my son. Victor, please. Your father didn't mean it. We're just worried about you, that's all. Leave me alone! Once upon a time, there lived in a certain forest a brave little wolf, the fiercest creature who was ever seen. Sean schreibt, spielst du eigentlich auch das neue UFO-Spiel, wenn es rauskommt? Neues UFO-Spiel? Das ist mir wohl entgangen. Was meinst du für ein UFO-Spiel? Wenn du den Namen weißt, wäre nice. Ja.
okay, Victor. Please, calm down. Mommy? Talk to him, Victor. I know there is still hope. No, not like this. Jesus, this is hopeless. Look, he's at it again. Nee, Sean, weiß ich nicht, ob ich das spielen werde. Das sehen wir dann. Kann ich dir noch nicht sagen. You're embarrassing me. We're in for another show. Look at him. Just give up already. Oh, he's just fucking sad. No. Once upon a time, there lived in a certain village a little country girl. Congratulations. We're past the first phase of the treatment, and it looks promising. Your body is responding well to the genetic material. Thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Oh, that's all right. You'll thank me in a couple of weeks when the shift starts to occur. I'm sure you'll be pleased with the results. So you see, while it is technically inoperable, this procedure can practically nullify the symptoms. I'm not going to lie. The treatment is invasive, but it is by far the best option. Oh, thank you, Doctor. I can't tell you how much I appreciate it. Did you hear that, Dan? It shook me. Alles.
their bottom line. They don't give a shit about you. Dad, I know what I'm doing. What if you're wrong? Well, what if I'm right? It's something I need to do. For once in your life, can't you just admit that you're wrong? Better stay here. There might be some very nasty people. Würde mich nicht wundern, Sean. Aber wie gesagt, ich liebe Horror. Umso witziger, Sean, umso witziger. Vorhin schon, wenn man sich so sehr gruselt, ja, dann weiß man, dass man das Spiel sehr, sehr führt. Wenigstens. Dass man so in der Welt drin ist in dem Game, Alter. Dass man sogar sich einscheißt hier halt. Gruseln ist geil. You don't. He finds you. He always gets his prey. He's always out there, watching, waiting. I'm right on your day. Okay, Jumpscare hast du wie die Pest, sagst du. Ich muss sagen und zugeben, einmal hat mich gestern das Spiel gejumpscared. Einmal hat es geschafft. Und zwar an der Stelle, da warst du nicht da. Da habe ich mehrere Spinde geöffnet. Und in so einem Spind war so ein toter Roboter, ja, Menschfrau, ja, Roboterfrau, die nicht funktioniert hat. Die ist aus dem Schrank gefallen, hat mich so erschrocken.
embracing our true nature, towards becoming who we really are. But there's still more to do. Sascha, und das war nämlich alles aus diesen Typen aus dem Kopf, was wir gerade gesehen haben, weißt du? Meine hat sich ja verbunden mit denen. Dieser ganze Horror stammt alles aus seinem Kopf. Ich spiele wie so ein Polizeityp, weißt du, der hier Fall aufklären will. Und was in diesen abgeriegelten, also das ist eine Abriegelung in diesem Hotel, deswegen sind die Einwohner alle eingesperrt gerade. Das ist aber mies krass, was da abgeht, Alter. Yes. Third degree burns all over. No wonder there's anything left of him. Stab wound, consistent with a good doctor's cane. Du willst noch schlafen? Ne, ist immer so, ich spiele das Spiel zum ersten Mal. Ich weiß ja jetzt nicht, was noch so Gruseliges passiert, ne? Reinforced skull. Hydraulic joints. Victims never had a chance. Shorted out the generator. To get this door open, I gotta restore power. Never that simple.
Physik ist das, schreibt Sean. Ja, diese dämliche Klappe, die da uns zugeht, wenn ich was einsammeln will, ey. Irgendwas machen wir falsch. Du nicht, sagst du Spaß? Oha. Ich habe ja Sicherungen eingesammelt. Da sind mehrere. Ich kann nur eine von denen einsammeln und dann hat man hier diese schönen lustigen Hebel. Aber irgendwie weiß ich nicht, wohin mit den Sicherungen und welche Sicherung ich genau brauche, weiß ich auch nicht. Aber erst muss ich wissen, wofür überhaupt. Sean will schummeln und schreibt, ich kann auf YouTube gucken. Naja, so verzweifelt sind wir noch nicht. Noch gucke ich, also wenn ich jetzt wirklich ums Verrecken es nicht herausfinde, wie ich weiterkomme, dann würde ich auch Google oder YouTube fragen. Aber wie gesagt, so verzweifelt sind wir noch nicht. Irgendwo müssen die Dinger hinkommen. Viel Spielraum haben wir hier ja nicht. Hier sind ein paar Hebel und eine geschlossene Tür, also... Weißt du? Weil ich weiß jetzt nicht. Naja, wir finden es heraus. Mal gucken. Noch nicht. Ja, genau, noch nicht. Schornschreibbetonung liegt auf noch. Genau. Noch gebe ich nicht auf. Aber auch nur noch. Ich krieg das schon noch raus. Das kann ja nicht so schwer sein. Wir müssen irgendwie Strom auf das Ding kriegen. Siehst du, da haben wir noch was gefunden. Hier sind Nupsis, die man bewegen kann. Easy. Machen wir mal hoch den ganzen Bums und dann gehe ich nochmal an die lustigen Hebel. Ah, guck mal, hier. Da brauchen wir scheinbar die Sicherung. Raus mit dir. Rein mit dir. Okay, siehst du, ja, da haben wir es. Die ist falsch. Jetzt muss ich so lange hin und her rennen, bis ich weiß, was ich brauche, oder? Steht hier vielleicht dran. Nö. Gut, dann nehme ich das Teil jetzt mit. Und jetzt hole ich ständig eine neue. Mal gucken, bis wir es haben. Vielleicht sagen... Was? Vielleicht sagen die... Die Kabel unten was. Ja, ich hab's ja jetzt. Ich hab's ja jetzt. Kabel unten, welches meinst du genau? Nein, ich hab's. Ich lauf hin und her, bis ich das, die richtige Sicherung habe und dann haben wir's.
Schorn schreibt, ja gut, vergiss die Nachricht mit den Kabeln. Ja, weil wenn ich nach Kabel gucken soll, wird es ein bisschen schwierig, wenn ich mich so umsehe. Ja. Ich glaube, wir sollten nicht nach Kabel gucken, das ist eine blöde Idee. Wenn wir das nicht geschafft hätten. Ja, na sicher, wir. Ich bin hier nicht alleine, ne? Ich steuere zwar den Kollegen, aber wenn man eine Weile festhängt, da bin ich gerne offen für Vorschläge. Zum Beispiel jetzt muss man wieder herausfinden, wofür dieser ganze Bums gewesen ist, weil die Tür ist immer noch zu. Und hier steht, ja, Leistungsstufe, also nicht ganz voll. Ich weiß nicht, ob das voll sein muss, weil hier steht jetzt online. Drücken kann man nichts mehr. Jetzt habe ich ja die Frage, was man machen muss. Mal gucken. Ach, warte, hier, diese Tür ist wahrscheinlich. Ach, bin ich lost. So ein Ding ist das. Hard to believe anyone could live here.
A splicer, a lunatic, and a junkie. Perfect combo. Sean schreibt kreative Maske, ja. Kannst du machen schon, dann schaue ich mir das mal an. Er sagte zwar gerade nicht verbinden, aber mal gucken, was passiert. Yeah.
Bye.
Also das war ja mal nice gemacht. So, erstmal kurz in den Chat gucken. Sean schreibt Minecraft-Fragezeichen, Roblox-Fragezeichen. Ah, das ist Cars. Einfach Minecraft für Arme und einen Totenkopf. Also ich fand, das war mal eine mega witzige Idee für das Game. Einfach komplett Grafik-Switch, Alter, auf Tetris angelehnt und so. Das war ja übelst nice. Nur ist jetzt die Frage, wo ist der Kopf hin, Alter? Einfach weg. Das ist so genauso der verrückte Kram, auf den ich stehe. Ja, nee, schon, das meine ich auch nicht, sondern eben dieses Level, weißt du, diese Veränderung da. Von so einem ernsthaften Horrorgame einfach zu Gefühl Tetris. Sean schreibt, ja, was auch immer Tetris ist. Sean, jetzt bin ich schockiert. So ein Ding ist das. Nee, Sean, das ist kein richtiger Typ, das ist nur so eine Bot-Meldung von Twitch selber, dass man Follower sich kaufen kann und ne? Das ist aber nicht mein Stil. Thank you.
Sean schreibt, lieber Follower verdienen, ganz genau so sieht's aus. Good evening, sir. Welcome to the Sanctuary Salon. Please state your full name. What do you need my name for? Customer name is needed in order to confirm a reservation. What is this place? Sanctuary Salon, established 2074. The salon offers top-quality virtual reality experiences, expertly crafted to meet our customers' needs. Sanctuary, your safe refuge in an unsafe world. Ja, schon, das ist jetzt eine Frage, die kann ich jetzt hier in dem Stream nicht beantworten. Weil wir wollen jetzt hier in so einem Live-Gameplay jetzt nicht über andere Leute sprechen. Und schon gar nicht lästern, so sind wir ja nicht. Das heißt, er schickt dir, also du hast seine WhatsApp-Nummer ihm gegeben oder was? Dann sag ich mal so, selber schuld. Und zweitens, musst du mit ihm selber ausmachen. Frag ihn, was das soll, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Daniel Lazarski. Identity confirmed. Subscription status active. Thank you, Mr. Lazarski.
Your capsule is ready. Du schreibst 9 KP auf TikTok. War komisch. Ja, musst du ihn selbst fragen. Kann ich dir nicht sagen, was der da macht. What you found wasn't me, not anymore. But I'm here right now, and I need your help. If you're my son, prove it. How would I do that? Just try. Tell me something only we would know. Mountain hunting. What? When I was a child, you would sometimes wake me up before dawn. Go down to the river and watch the sunrise together. Hoping for that smog to clear just enough that we could see the mountains. It never happened. Of course. But we kept trying, didn't we? You were hiding here in the stacks. Yes. When I terminated my project, I hid where they wouldn't look for me. In time, I found people who were willing to help me. I managed to retrieve most of my data and carry on with my research. What were you working on? Imagine if all your thoughts, your memories, everything that defines you could be transferred into a digital realm, to exist long past your physical body, beyond limitations. Beyond sickness and death. Beyond being human. Just to keep existing. Sounds like a living nightmare. You haven't changed, have you? I knew you wouldn't understand. But you will. Soon. I promise. I still don't see how the Splicer fits into all this. He doesn't. That's why we didn't see him coming. Was an unforeseen factor. A convenient tool. Helena saved your research and smuggled it out of Cairo. Yeah. Got her killed. Yes. And Amir too. It wasn't a part of the plan, but I had to. The project was too important, Dad. What about the surgeon? What was his angle? Yeah. Jack. He admired what I was trying to accomplish. Actually, I think he wanted to be me. When did you become this digital ghost? When the Splicer came for me, I had to improvise. Managed to get out before it was too late, hoping they couldn't follow me into the web. But they could. They came after me with a virus. A hunter-killer algorithm. It's eating through my defenses. If they break down, I'll be gone for good.
How can we stop it? We can't. I tried masking my signature, but it was too late. If I could bust out of the building's internal network, I might be able to outrun it. So we need to lift the damn lockdown. The source of the signal is well protected. It's like the mother of all firewalls. Which gives us only one option. A manual override. That's where you come in. Where does the signal come from? I couldn't pinpoint the exact location, but I narrowed it down. It seems to have originated in the adjoining building. The high rise? Yeah. I think it's the epicenter of all this madness. Signal appears to be coming from the upper levels. And Dad? Watch your step. Chiron still has control over that place. And you. Not anymore. Yeah, that's what you think. The more you struggle, the harder they try and get into your head. Oh, this just keeps getting better. Darkest before dawn. Which reminds me, once you get out, follow the light. Da hast du recht, Sean. Thank you.
someone out there? Help me, please. What's going on here? Why are you people in capsules? They've locked us in. Those bastards. We're not even sick. Let us out. How do I open the capsules? I think there's a control room nearby. Just follow the light. I'll do what I can. If you can't help me, please. My son is still out there. His father, he's gone insane, delirious. I'm afraid he might do something to our boy. You can't let that happen. If I can find him, I'll get him out. Thank you. You've always been such a good boy. What did you say? Also, Sean, hast du gerade Yoda zitiert, oder was? Patients are still symptom-free. For now, we need to cut our losses. I'm not losing all my subjects out of some misguided sense of empathy. Thank you.
Das war schon krass. There must have been a misunderstanding. I was told you decided not to undergo the augmentation procedure. Yes. Just to be clear, you do realize that that drastically decreases your chances of recovery? I made my decision. Thank you. Honey, I'm proud of you. You can do this. I know you can. I'll be there for you. You owe me this much. Promise me you'll take care of him. Whatever it takes. Mom was very sad. I asked her what was wrong, and she said the doctors could cure her, but she wasn't sure if she wanted them to. It's not that simple. What the doctors wanted to do, there was a heavy price to be paid. She wouldn't be herself. She wouldn't be your mom anymore. That's not what I'm asking. I want to know, did Mom decide for herself? Did she really want this? Of course she did. Your mother believed she was strong enough to beat this thing on her own.
too. But she wasn't. I just wanted her to be all right. Why didn't you save her? It should have been you. Please, make this brief. Dad, it's pretty bad. They need to replace a few parts. Don't... Oh. Whoa! Easy there. Listen, it's either this or spend the rest of your life in a fucking jar. Your way here. Now let me in. Let you in? What about the lockdown? The virus? The virus will get to me no matter what. Here, or out in the web. It's only a matter of time. You need a place to hide. I need a host. A unique specimen. Detached from the web at large. The lockdown was just an excuse to get me. Why lie? Look, what else could I do? They had you so looped in your repressed memories, I had to break you out somehow. Now that you're finally free, we can beat this thing. A host? I guess that's supposed to be me. Yes. An observer's mind is isolated.
detach from the grid. It's the only place where I can hide. A fortress that the virus won't be able to penetrate. Let's say I let you in. Then what? Oh, it's amazing. Our minds will merge. Merge? Yeah. It might sound weird, but our minds kind of hook up. We plug into each other. Sorry, you lost me. You are losing it. Your sanity's hanging by a thread, Dad. But I can help you regain control of your senses. We can help each other. I can't trust you anymore. You lied. Have it your way. It's still up to you. Save us both? Leave me to die and go on with this fever dream of existence. Either way, since tonight, I'm growing weaker by the second. Soon, I won't be able to maintain a connection. In pursuit of his grand design. Why should one more make a difference? You're fucking unreal. He was my son. I am your son. So what if he had the real body? You're clinging to a version of me that hated you. As if that was all that made him. Me. Your son. Was breathing down my neck. You sent him. Appreciate it. He was never supposed to go after you. But the drugs, the paranoia took over. After that, I'm full on feral. The mind is not a toy. Ironic. Coming from you, Sergeant. Get this over with. Very well. If you think you're ready to make your choice,
one is gone. I'm not sure anymore who or what you are, but you will pay for what you did. That's disappointing. I was hoping we could do this the easy way. But since you failed to see reason, I'm afraid I'm gonna have to insist. And what? Break into my brain? What do you think I've been doing for the past hour? I've been chipping away at you ever since you got into that capsule. You're breaking my heart, asshole. No, Dad. Just your mind. I didn't want to do this, but you gave me no choice. I want to live. Forever in a day. Go to hell. After you. It must end this way. You see, without a willing host, I need to force you out. Fortunately, I have found a better place for you. Sorry, Dad. Cool, jetzt hat dieser Fake-Sohn von meinem Hauptcharakter meinen Körper geklaut und ich habe gerade den Körper von diesem Hausmeister jetzt geklaut. Weil mein Typ gerade in dieser Maschine drinne war, sein Verstand und so, das ist ja geil. Das ist echt ein mega Spiel. Lockdown has now been lifted. Thank you for your cooperation. Here you are. The situation is under control. Mr. Phillips, come out the head up. Freeze!
Na schon, das war doch mal ein interessantes Ende. Bin jetzt durch. Wie immer, du kennst das ja. Ich warte die Credits ab, denn vielleicht kommt noch was. Ansonsten beende ich danach natürlich den Stream wie immer, aber ich würde sagen, nice Game. Interessantes Ende. Man konnte auch zum Schluss wählen, ob man diesen Fake-Sohn vertraut oder nicht. Habe mich dagegen entschieden und der hat dann meinen Körper geklaut. Nice, Alter. Cooles Game. Also, bis dann, ja? Cool, dass du da warst.